Hey du, schön, dass du da bist. Heute machen wir was Besonderes und zwar habe ich gedacht, muss ich jetzt auch mal ein Reaction-Video machen. Die sind ja wahnsinnig populär in letzter Zeit und ich habe mir gedacht, ich reagiere mal auf mich selber, beziehungsweise auf mein allererstes YouTube-Video. Dieses Video ist nicht mehr öffentlich, das könnt ihr nicht mehr finden, weil ich mich so sehr dafür schäme. Ist auch, glaube ich, ganz natürlich. Ja. Das erste Mal vor der Kamera ist einem super unangenehm, man ist super awkward. Ich glaube, das wird halt sehr viel Fremdschämen. Wobei Fremdschämen kann man nicht sagen, weil ich bin es ja selber. Es wird einfach nur Schämen heute. Nichtsdestotrotz finde ich es mal ganz witzig, mit euch zurückzugucken und zu schauen, ob wir vielleicht ein bisschen weitergekommen sind seit damals. Seid bitte nicht zu hart zu mir. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine krasse Überwindung das ist, sein erstes YouTube-Video zu posten. Und natürlich hat man noch überhaupt keinen Workflow. Man muss noch ausprobieren, man weiß noch überhaupt nicht, wie man vor der Kamera wirkt und ja, man ist noch total verstellt, ja, also man ist noch nicht so richtig authentisch. Selbst wenn man versucht zu sein, aber ich sag mal, dieses, dass man sich vor der Kamera wohlfühlt, das kommt erst mit der Zeit. Dafür braucht man ein bisschen Übung und dafür muss man es ein paar Mal gemacht haben. So, und jetzt rede ich nicht weiter, sondern wir fangen einfach an. Und vielleicht sind ja auch ein paar hilfreiche Tipps dabei für diejenigen, die vielleicht selber mal vor der Kamera stehen wollen oder auch ihren eigenen YouTube-Channel beginnen wollen. Falls du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Ich bin die Leni. Ich rede wahnsinnig gerne über Parfum und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Ich lade regelmäßig Content für euch hoch und ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal diese Misere. So, wo sind wir denn hier? Los geht's. Hi ihr Lieben, hier ist die Leni und ich zeige euch heute meine liebsten Düfte für den Winter oder generell für die kalte Jahreszeit. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja. Also, erstmal vorab. Ich bin viel zu nah an der Kamera. Es ist total unangenehm, eine Person so nah zu sehen. Zumindest geht es mir so. Ihr müsst allerdings wissen, dass ich dieses allererste Video und eigentlich auch das erste Jahr meines YouTube-Kanals in meinem Schlafzimmer gefilmt habe und nicht super viel Platz hatte. Und das ganze Abstandsmanagement, dass das noch vor der Linse dann richtig aussieht, in den richtigen Proportionen, mit ein bisschen Abstand zur Wand, das ist gar nicht so leicht und dementsprechend war ich super close up bei meinem ersten Video. Und wie man in meinen Augenreflexen sieht, hatte ich ein einziges Ringlicht. Das habe ich mittlerweile abgegradet auf ein Ringlicht mit zwei Softboxen noch, weil ich finde, das sieht ein bisschen schöner aus. Ja, und gut, die Frisur hat sich nicht viel geändert. Das ist ja auch nicht so lang her. Und der Duft, den ich da in der Hand habe, den finde ich auch immer noch gut. Hier haben wir Lyra von Serchoff. Eins meiner absoluten Lieblingsparfums im Winter. Gut, das sind alles meine Lieblingsparfums. Dieser War. Duft erinnert mich an die Kindheit, als man Plätzchen gebacken hat für die Weihnachtszeit. Es ist ein total gemütlicher Gourmand, mit ganz viel Karamell und Vanille. Und am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, weil Ihr seht, da sind noch ziemlich viele Schnitte drin und ich ziehe die Wörter sehr lange. Vanillig, karamellig und weil ich auch einfach noch nicht weiß, was ich sagen will. Ne? Und ich skripte meine Videos nie. Ich spreche eigentlich immer frei von der Leber weg. Und jetzt habe ich auch ein langes und drin. Und das ist nicht ganz einfach. Da muss man dann, während man spricht, sich überlegen, was man sagen will. Und damals hatte ich noch extrem viele Äms drin als Füllwörter und die habe ich auch mal alle rausgeschnitten. Deswegen ist die Zuseherfahrung jetzt wahrscheinlich nicht super smooth hier. Das Opening hat eine sehr starke Blutorangennote und das Blutorange ist, wer mich kennt, der weiß, dass ich das nicht mag. Und am Anfang, als ich das Parfum zum ersten Mal gerochen habe, war ich eigentlich sehr abgestoßen. Ich habe es aber dann den ganzen Tag über auf meiner Hand getragen oder auf meinem Arm und es hat sich dann dermaßen toll entwickelt. Und am nächsten Tag war ich ganz verwirrt, habe es nochmal probiert. Und mittlerweile bin ich richtig verliebt, auch in diese Blutorange. Wie gesagt, es startet mit Blutorange. Die tritt dann immer mehr in den Hintergrund und dann eröffnet sich so eine Karamell-Vanille-Zimt-Kombination. Ich trage das Parfum gerne an Tagen, an denen ich viel drin bin auch, einfach weil es so heimelig und so ein Wohlfühlduft ist für mich. So viel dazu. Serge Lira. Als nächstes haben wir ein Kali. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich viel zu lange über diesen Duft geredet habe. Und gerade wenn es der erste Duft ist, da ist man oft noch nicht so richtig im Sprechflow drin.
da macht man dann einfach viel zu viel und deswegen habt ihr auch so einen ziemlichen Rough Cut am Ende. Naja, aber ich fand jetzt ehrlich gesagt, die Duftbeschreibung fand ich nicht schlecht, stehe ich auch immer noch dahinter. Bis vielleicht auf, dass ich verliebt in die Blutorange bin. Also sagen wir mal, ich erdulde sie. Liebe, streng genommen ist das ein Herrenduft. Es ist Herod von Parfums de Mali. Und ich bin aber verliebt in diesen Herod. Man beachte mal super französisch. Der ist einer der stärksten Düfte hier in dem Line-Up, das ich habe. Was ist an dem so toll? Der ist auch sehr gourmandig, mit einer sehr, sehr starken Zimtnote und etwas, das nennt sich Pepperwood. Von dem habt ihr vermutlich schon mal was gehört. Das ist Baccarat Rouge 540 von Maison Francis Kurkdjian. Und den riecht man mittlerweile wirklich oft. Das ist zwar ein Nischenduft und den gibt es jetzt nicht im Eine Sache muss ich mal zum Color Grading sagen. Ihr seht ja diese Wand da hinter mir, die wirkt fast gelb. Ich weiß nicht, warum ich das so warm gemacht habe. Irgendwie fand ich warm schöner, aber das wirkt schon echt übertrieben. Also ja, gut. Aber ich muss auch sagen, das erste Mal, als ich richtig mit dem Schnittprogramm hantiert habe, mit Color Grading, das war, als ich dieses Video editiert habe. Also da sind noch keine fancy Transitions mit dabei. Wir haben keine Musik. Also es ist sehr, sehr, sehr bare bones, sag ich mal. Ich blende keine Noten ein. Also ich glaube, da haben wir schon ein bisschen was getan an der Produktionsqualität im Vergleich dazu. Douglas oder so. Aber den riecht man schon relativ häufig. Das liegt daran, weil er auch einfach super, super toll ist. Also der ist speziell, der ist nicht floral, der ist nicht frisch, der ist eine Kombination aus ein paar Noten, die ihn wirklich total speziell machen. Also wenn ich euch die Noten jetzt sage, das sind Safran. Was ich auch nicht ideal finde, ist der Kamerawinkel. Also Zeder. Wenn ihr mal schaut, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es jetzt aussieht für euch, aber die Kamera ist ein bisschen tiefer als meine Augenhöhe und das führt dazu, dass man mir die ganze Zeit in die Nasenlöcher reinschauen kann, was nicht ein super vorteilhafter Look ist, sag ich mal. Ich glaube, das müsste jetzt anders sein. Ich weiß es nicht genau, aber ich neige auch dazu, wenn ich lache, den Kopf immer so nach hinten zu werfen, so. Dann kann man trotzdem reinschauen, aber jetzt nur im normalen Redefluss finde ich das ein bisschen ungünstig, wenn man immer in die Nasenlöcher reinschauen kann. Ist nicht so. Ja, ich glaube, das habe ich auch angepasst dann relativ bald. Ambra und Jasmin sagt überhaupt nicht so aus, wie der riecht. Der hat einen Zauber an sich, der sich vor allem dann in der Sillage entfaltet. Also wenn man so am Handgelenk den riecht oder auch hier am Flakon, riecht gar nicht so spannend. Der richtige Zauber ist, wenn der einem zuweht von jemandem, der ihn trägt. Und der Kopf meiner Tochter riecht. Ich trage ihn auch im Winter, gute 10 bis 12 Stunden an mir. Der Kopf meiner Tochter riecht oft danach, wenn ich sie so am Hals an mich hinkuschel. Manchmal bleibt da ein bisschen was an ihr hängen, dann rieche ich am nächsten Tag noch so ein bisschen die Überbleibsel dieses Duftes an ihr. Und ja, ist sehr schön. Als nächstes haben wir meinen Lieblingsnischenduft. Ich trage den eigentlich nonstop, auch das ganze Jahr über. Deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich streng genommen ein Winterduft ist, aber ich trage ihn auch im Winter und deswegen muss er hier rein. Es ist Angélique Noire von Guerlain. Angélique Noire war schon immer mein Lieblings-Nischenduft, da schau her. Also man sagt zwar, die Geschmäcker ändern sich mit der Zeit und das habe ich auch bei mir beobachtet, aber Angélique Noire fand ich schon vor 1,5 Jahren super und ist immer noch spitze. Der ist einfach toll. Von seinem Charakter her ist es eine Vanille. Aber es ist die interessanteste Vanille, die ich kenne. Ich glaube, da spulen wir jetzt ein bisschen vor, weil über Angélique Noire habt ihr mich, glaube ich, schon 100.000 Millionen Mal reden hören. Den nächsten Duft werden viele von euch kennen. Es ist Hypnotic Poison Eau de Toilette von Dior. Was soll ich sagen? Das ist einfach ein Klassiker. Wichtig ist, ich spreche über das Eau de Toilette. Manchmal hat man so Aussetzer bei Düften, die man sehr, sehr gut kennt, auf einmal fällt einem nicht mehr ein, von welcher Marke der ist. Und ihr seht meinen Blick in den Monitor von Dior. Das ist echt verrückt. Manchmal vor der Kamera hat man einfach einen Blackout. Mein Vorteil ist ja, ich kann alles nochmal drehen, falls es irgendwie schief geht. Aber das ist mir anscheinend an der Stelle nicht eingefallen.
Eau de Toilette, es gibt auch noch ein Eau de Parfum. Und normalerweise ist es ja so, dass die Eau de Toilette einfach nur eine geringere Duftkonzentration als die Eau de Parfums haben. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Es gibt so ein paar Düfte, da unterscheiden die Eau de Toilette sich von den anderen extrem in der Zusammensetzung. Also ich hatte das Eau de Parfum auch, aber das hat mich bei weitem nicht so beeindruckt wie dieses hier. Also ich muss sagen, die Produktionsqualität ist zwar shit bei dem Video, aber die Infos sind eigentlich weiterhin gut. Also ich finde sogar, das sind mit die besten Beschreibungen zu diesen Düften, die ich hier gemacht habe. Ist auch klar, ne? Wenn man zum ersten Mal darüber spricht, dann ist alles noch ein bisschen frischer, dann ist es noch ein bisschen purer. Und wenn man einen Duft dann mehrmals bespricht in verschiedenen Videos, dann erinnert man sich, was man beim letzten Mal gesagt hat, und man hat nicht mehr so einen frischen Take auf diesen Duft. Wisst ihr, was ich meine? Man ist nicht mehr so kreativ in der Beschreibung. Zumindest kommt es mir so vor. Ich versuche es trotzdem zu sein, aber das ist echt eine Herausforderung, gerade wenn ich euch Düfte öfter vorstelle, euch nicht jedes Mal dasselbe zu erzählen, sondern nochmal zu versuchen, eine neue Perspektive auf einen Duft auch zu finden. Ich verbinde damit die unbeschwerte Studentenzeit. Meine Mitbewohnerin hat den nämlich immer getragen. Die hat den auch das ganze Jahr über gerockt. Also war für sie kein Problem, dass der so schwer ist. Aber sie hat es auch irgendwie, es war nicht zu viel an ihr. Der kann allerdings leicht zu viel werden. Wenn man den übersprüht, dann könnt ihr eure Mitmenschen auch leicht ersticken. Deswegen geht sparsam damit um. Ich würde sagen, 2 Sprüher reichen auf alle Fälle. Und jetzt habe ich so viel über die Wirkung gesprochen, noch gar nicht, wie er überhaupt riecht. Also in dem Duft ist allerhand drin. Die dominanteste Note für mich ist eigentlich die Mandel zusammen mit der Vanille in der Bahn. Was euch vielleicht auch auffällt, ist, das Video ist jetzt in Full HD. Mittlerweile lade ich ja alle meine Videos in 4K hoch und ich finde, es macht einen riesen Unterschied. Also je nachdem natürlich, wo man es schaut. Natürlich, wenn ihr jetzt auf dem Handy schaut, ist es wahrscheinlich nicht ein super großer Unterschied. Aber jetzt, wenn man so ein Video auf dem Laptop schaut, wie ich gerade, dann tut es schon ein bisschen weh in den Augen, weil es ist schon einigermaßen pixelig, obwohl ich es eigentlich hier in Full HD-Qualität anschaue. Also ich bin schon echt froh, dass ich mittlerweile in 4K filmen kann. Und je länger man den Duft trägt, desto mehr hat man das Gefühl, man hat Marshmallows gegrillt und gegessen. Also wird immer süßer und am Schluss bleibt eine wunderschöne Vanille. Ihr merkt schon, das Video hat ein Thema. Viele meiner Lieblingsdüfte haben Vanille in der Basis. Aber die sind alle sehr unterschiedlich. Und diese hier ist wirklich eine sehr gourmandige Vanille mit ein bisschen Perubalsam auch in der Basis. Und das macht das Ganze wirklich sehr würzig. Perubalsam, sagt man auch. Ja, man fühlt sich, als wäre man an einem Waldrand, hätte sein Zelt aufgeschlagen. Der nächste Duft, den muss nicht im Winter getragen werden, aber der kommt einfach meiner Meinung nach bei kaltem Wetter super raus. Und zwar ist das La Nuit Trésor von Lancôme. Der ist toll. Der hat hier so eine schwarze Rose vorne dran. Und diese Rose findet sich auch in der Kopfnote wieder. Und dann erschlägt einen gleich diese Lychee-Pralinen-Kombo. Und die ist wirklich nicht zu süß, nicht zu sauer, nicht zu fruchtig. Das ist ein perfekter Mix aus dieser Lychee-Praline mit ein bisschen Weihrauch, ein bisschen. Was mir beim Schauen jetzt auch echt so ein bisschen auf die Nerven geht, ist dieses ständige Hat es jetzt gerade geknackt, habt ihr das gehört? Ist dieses ständige Rumgewippe hier. Das ist auch was, das muss man erst kontrollieren lernen, weil wenn man zum ersten Mal vor der Kamera steht, dann konzentriert man sich so drauf, was man sagt und nicht drauf, wie man sitzt, wie man sich hält, wie man intoniert, sondern man ist noch so irgendwie reizüberflutet damit, dass man irgendwie gerade was Sinnvolles in die Kamera sprechen muss, dass man total überfordert ist, auf die anderen Sachen auch zu achten. Es geht erst mit der Zeit und das habe ich auch bei weitem noch nicht perfektioniert, aber dieses Rumgewackel, das ist, finde ich, schon nervig. Florale Note noch, ich glaube, es ist Vanillenorchidee und Wahnsinn. Also der ist ein Ausgehduft, der ist für im Club, der ist würde ich tagsüber nicht tragen, der ist fast ein bisschen zu sexy, aber so zum Rausgehen ist der, ja, ist der fantastisch. Und Männer lieben den, habe ich mir sagen. Wenn wir schon bei Ausgehdüften sind, dann gleich noch einen hinterher. Ich würde sagen, das ist sogar eine Zeit lang mein meistgetragener Ausgehduft gewesen. Ich habe den mal gerochen in der Probe und ich war so verliebt und dann habe ich den.
Das ist tatsächlich wahr, der Good Girl, der jetzt gleich kommt. Das war auch wirklich einer meiner ersten Düfte, die ich mir so gekauft habe. Das war zur gleichen Zeit, wo ich mir auch den For Her von Narciso Rodriguez besorgt habe. Das ist genau diese DNA, auf die man reagiert, wenn man noch nicht super viele Düfte gerochen hat, finde ich, ja. Und das ist jetzt keine Kritik oder kein, wie sagt man da, keine Beleidigung für irgendwen, sondern es ist einfach so, das ist ein sehr gefälliger Duft und der, ich finde, der funktioniert insbesondere gut bei Nasen, die noch nicht super viel gerochen haben. Flakon gesehen und dachte mir, ja, genau so. Das ist Good Girl von Carolina Herrera. Und ich finde, so wie der Name des Duftes bei manchen ganz gut passt, so wie bei Replica by the Fireplace zum Beispiel, passt er hier überhaupt nicht. Oh, er hat aber auch so ein bisschen was. Was haben wir da noch? Ein Meisterwerk für Rosenliebhaber und Oud-Liebhaber. Es ist. Für Oud-Liebhaber vielleicht gar nicht mal. Also Oud-Bouquet ist eher ein Meisterwerk für Leute, die vielleicht noch nicht so viel mit Oud zu tun hatten. Weil ich glaube, die Leute, die richtig auf Oud stehen, denen könnte da ein bisschen zu wenig drin sein in Oud-Bouquet. Weil Oud-Bouquet ist super massentauglich. Ist zwar ein starker, potenter Duft, aber spricht eben auch Leute an, die nicht, ich sag mal, super im Oud-Game sind. Oud-Bouquet von Maison Lancôme. Allein, schaut euch schon mal die Flasche an. Ist, ja, schaut euch die Flasche an. Ist die nicht toll? Wie viele Fingerabdrücke da drauf sind? Bitte, wie viel ich davon schon getragen habe. Der ist einfach Wahnsinn. Also erstmal. Eine Sache, die mir gerade noch auffällt, die ist mir am Anfang aufgefallen, dann habe ich sie wieder vergessen und jetzt ist sie mir gerade wieder aufgefallen. Der Sound ist richtig schlecht. Also ihr hört sehr viel Hintergrundrauschen, meine Stimme klingt sehr dumpf. Ich habe bei diesem allerersten Video den Sound noch überhaupt nicht bearbeitet und das habt ihr vielleicht schon öfter gehört. Wie sagt man immer, 80% der Videoqualität ist der Sound und weniger das Bild. Weil wenn ihr ein schlechtes Bild habt, damit kommen die Leute eher klar, als wenn ihr einen schlechten Sound habt. Und ich hatte jetzt da in Anführungsstrichen das Glück, dass ich da in meinem Schlafzimmer war und nebendran das Bett stand, was sehr viel Hall abgefangen hat. Aber nichtsdestotrotz mit dem Lavalier-Mikrofon, mit dem ich gearbeitet habe, das hat dann doch ein gewisses Grundrauschen mit dabei. Und das habe ich dann im Anschluss, als ich mich dann ein bisschen besser ausgekannt habe, immer mehr rausgefiltert. Und hier ist es eben aber noch komplett in seiner vollen Stärke da. Und das Rauschen, das ist schon, das nervt einen schon. Also wenn man andere, ich sag mal, andere Videos gewöhnt ist, dann merkt man das schon. Und jetzt hier in meinem neuen Studio habe ich wieder eine ganz andere Herausforderung, weil der Raum so sehr hallt. Da ist weniger das Rauschen das Problem, sondern vielmehr der Reverb, sagt man, das Echo. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile müsste es auch passen. Ich filme heute auch wieder mit einem anderen Mikrofon übrigens. Also hoffentlich ist der Sound heute richtig, richtig gut. Rose-Oud-Kombination. Oud natürlich muss man mögen, aber es ist nicht dieses ekelhafte, vermoderte Oud, sondern es ist ein, meiner Meinung nach, ein sehr trockenes Oud. Und ein bisschen Weihrauch ist auch dabei. Das heißt, der passt auch wunderbar in die Dezemberzeit. Jetzt muss ich den mal so halten, dass er euch nicht die ganze Zeit blendet. Diesen Duft, den gab es auch in einer älteren Formulierung. Der hatte eine noch viel schönere Flasche. Die war mehr so, so eine sehr kunstvolle Flasche. Wie so ein Goldmosaik war da drauf. Und das ist die neue Formulierung. Das ist zum Beispiel jetzt auch so ein Punkt, da würde ich jetzt heute in einem Video einfach ein Bild einblenden, damit ihr das seht. Aber wie gesagt, der Skill war damals noch nicht da. Formulierung. Leute, die alte Formulierung kennen, sagen, die alte Formulierung ist besser. Und die hier wäre nicht, nicht so gut. Die ist, glaube ich, ein Ticken süßer. Ich muss sagen, ich kenne die alte Formulierung nicht. Und ich finde den spitze. Insofern unbedingt probieren. Und das war's. Vielen Dank, dass du da warst. Falls du einen dieser Düfte besitzt, dann schreib mir doch deine Meinung dazu in die Kommentare und schreib mir auch gerne in die Kommentare, was eure Lieblingswinterdüfte sind oder Düfte für kaltes Wetter. Damals war ich mir noch nicht sicher, ob ich euch duzen oder, ja, duzen schon, aber ob ich du sag oder ihr. Und ich spreche euch jetzt immer mit ihr an, weil ich es irgendwie komisch finde, du zu sagen. Schreib du mir in die Kommentare. Ist zwar irgendwie direkter, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ja zu vielen von euch rede. Deswegen sage ich immer ihr. Ich weiß auch nicht genau. Aber damals habe ich da mal hin und her oszilliert. Und falls du diese Art von Video interessant findest, gib mir doch einen Daumen hoch und subscribe. Stand jetzt hat dieser Kanal 0 Subscriber.
Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn du einer der Ersten wärst. Mach's gut. Ciao, ciao. Doch ein bisschen Musik zum Ende hin. Ja, okay. Also, das war's. Sehr interessanter Rückblick. Ich bin froh, dass das Video nicht mehr öffentlich ist. Aber ich muss sagen, ich habe mich am Ende doch nicht ganz so sehr geschämt, wie ich es gedacht hatte vorab. Also, es war zwar eine Tortur für die Augen und für die Ohren, aber so inhaltlich war es eigentlich ganz okay. Und wenn man bedenkt, dass das erst 1,5 Jahre her ist und der Kanal tatsächlich 0 Abonnenten hatte zu diesem Zeitpunkt. Also, ich habe ja dieses Video nur aus Langeweile gedreht und ich habe die Tage darauf noch 2 andere Videos gedreht und dann war ich mir ewig nicht sicher, ob ich die überhaupt posten soll, weil, ja, ihr wisst ja, YouTube ist jetzt, sagen wir mal, nicht der freundlichste Ort der Welt und kann schon auch, ja, so ein bisschen psychisch anstrengend werden, wenn Leute nicht so nette Sachen kommentieren. Aber was ich damals eben nicht wusste, ist, dass sich hauptsächlich nette Leute für meinen Kanal interessieren werden. Und deswegen bin ich super froh, dass ich es gemacht habe. Und das unterstreicht auch mal wieder, dass man die Sachen einfach mal, man muss ja halt ausprobieren, ja. Also, man kann nur Sachen bereuen, die man gemacht hat. Aber hier in dem Fall bereue ich nichts, sondern ich freue mich echt, wie der Kanal gewachsen ist. Es ist toll. Insbesondere die Leute von euch, und ich weiß, es sind einige, die ziemlich am Anfang dieser Reise schon dabei waren, die sozusagen diese ganze Findungsphase in Kauf genommen haben und mir treu geblieben sind in der Zeit. An euch schicke ich einen besonders lieben Gruß raus. Und natürlich auch an alle anderen. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.